In Bremerhaven prescht der nächste Raser in Markus Kuglers Laserkontrolle. Und das mit Tageshöchstwert. Tempo 50 werden hier erlaubt. 108 km/h. Ja, war relativ schnell. Also das konnte man schon ohne Messgerät sehen, dass der doch deutlich schneller war als alle anderen. Hat er zum Glück rechtzeitig gebremst. Ist ja mit so einem Transporter oder Sprinter nicht ganz einfach. Die Sprinterkategorie oder die Sprinterklasse ist eine Risikogruppe, ne? Man hat das eigentlich mit dem LKW zu tun, der trotzdem bis zu 160 km/h oder noch schneller fahren kann. Und das im beladenen Zustand sind das schon teilweise tickende Zeitbomben. Moin! Moin. Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Mit 108 km/h haben wir sie gemessen. Das ist deutlich zu viel, ne? Mal Führerschein, ja. Fahrzeugschein, Personalausweis bitte. Hat der Mann alles. Und einen ganz banalen Grund für den Bleifuß. Ich fertig, ne? Und dann nach Hause. Der Paketfahrer aus Bulgarien weiß noch nicht, was jetzt auf ihn zukommt. Bei der Polizei gibt es Klärungsbedarf. Also nach so einem Verstoß müssen wir gleich noch mal genau gucken, ob es 1 Monat oder 2 Monate Fahrverbot sind. Ist auf jeden Fall was wir nicht täglich haben. Das sind so exorbitant hohe Geschwindigkeiten. Da geht man ein so hohes Risiko in der Stadt. Also passieren schwerste Unglück und tödliche Unfälle. Für die Anzeige braucht Michael Zein die deutsche Meldeadresse des bulgarischen Fahrers. Die hat er angegeben, doch Markus Kugler überprüft per Funk, ob er die Wahrheit sagt. Will wohnen in der Temposünder ohne Meldeadresse müssen in Deutschland sofort in die Tasche greifen. Das versuchen viele zu umgehen. Er weist sich mit einer bulgarischen Fahrerlaubnis und einem bulgarischen Ausweis aus. Das bedeutet, wenn er keinen festen Wohnsitz hier in Deutschland hat, muss er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. 300 Euro würde das für ihn bedeuten, bar und auf der Stelle. Das ist richtig. Keine Rückmeldeanrufe. Und das seit dem 1.5.2016. Ich danke dir. Also, Straße hat er mal gewohnt, aber wo er aktuell jetzt wohnt, wusste das System nicht. Ja, jetzt muss man rausfinden, wo er wohnt. Und im Falle des Falles, dass er in Deutschland nicht mehr gemeldet ist, werden wir jetzt eine Sicherheitsleistung erheben und mit der richterlichen Notdienst sprechen, was mit seiner Fahrerlaubnis passiert. Ob die bis morgen sichergestellt oder beschlagnahmt wird, damit dementsprechend die Führerscheinsperre vermerkt werden kann. Oder ob wir andere Maßnahmen treffen. Herr, wir haben ein kleines Problem. Sie wohnen nicht mehr. Laut unserem System, 1. Mai, sind Sie dort ausgezogen. Sie sind nicht mehr gemeldet in Bremerhaven. Ich finde, das stehen Sie in Bremerhaven. Ja, aber laut unserem System. Ja, wo sind denn die Papiere? Zu Hause? Ja. Anmelden, nicht? Ja. Alles nach Hause. Dann fahren wir gleich mal zu Ihnen nach Hause und gucken uns das mal an. Okay? Das kennt ihr nicht. Aber nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen. Er war ja faktisch vorläufig festgenommen für den Zeitraum, wo wir überprüft haben, ob er hier in Bremerhaven gemeldet ist und wohnt. Um auszuschließen, dass er irgendwelche Waffen bei sich trägt, haben wir ihn durchsucht. Das ist keine Ausnahme, dass auf einmal aus Gürtelschnallen oder Cuttermessern ja, für uns eine gefährliche Situation entstehen, wenn aus welchen Gründen auch immer die Personen, Betroffenen dann auf einmal ja, durchdrehen, ihre Meinung ändern oder dann halt ein aggressives Verhalten an den Tag legen. Im Polizeiauto geht es für den Mann jetzt an die zweifelhafte Wohnadresse. Ein rein von Osteuropäern bewohntes Haus in nicht gerade bester Wohnlage in Bremerhaven. Hier will der Fahrer mit seiner Familie wohnen. Die Polizeibeamten überprüfen das. Alles gut. Alles gut? Ja, es wird die Meldebestätigung wird eben gesucht. Kopie vom Mietvertrag mal eben einmal gucken, dass er hier tatsächlich gemeldet ist. Und dann sind die Maßnahmen hier vor Ort auch beendet. Was könnte dahinter stecken, dass er abgemeldet ist? Ja, keine Ahnung, ob das eine Hausverwaltung gemacht hat oder was, ob da ein Fehler vorliegt. Wenn das jetzt eher eine aktuelle Meldebestätigung hat, dann muss er sich mal einmal mit dem Amt in Verbindung setzen, dass das eben wieder aus unserem System rauskommt und er hier wieder aktuell auch im Einwohnermeldeamt hier gemeldet ist. Der Mann hat eine aktuelle Meldebestätigung. Also zurück zum Thema Geschwindigkeitsüberschreitung. Auf ihn kommt ein Bußgeld zu in Höhe von 280 Euro.
2 Monate Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg werden auf seinem Konto gutgeschrieben. Die Bußgeldstelle ist bemüht, den Bundesbürgern ja keine Steine in den Weg zu legen, wenn die aufgrund des Führerscheinverlustes ihre Arbeit verlieren würden. Er ist Paketbote, er ist auf seinen Führerschein angewiesen. Und wenn man noch nicht einschlägig aufgefallen ist durch Verkehrsdelikte oder erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen, kann die Bußgeldstelle das Fahrverbot umgehen, indem sie meistens das Bußgeld erhöht. Meistens wird es verdoppelt. Auch die Polizeibeamten verlassen die Messstelle in der Bremerhavener Innenstadt. Nächster Kontrollpunkt, eine Ausfallstraße am Stadtrand mit Maximaltempo 50. Nach wenigen Minuten hat Kommissar Peter Hoppe den ersten Verkehrssünder vor sich. Schönen guten Abend. Geschwindigkeitskontrolle. Ihren Führerschein und Fahrzeugschein hätte ich gerne. Wir haben Sie mit 65 km/h gemessen. 50 sind erlaubt. 3 km/h ziehen wir ihn ab, das ist Toleranz. Das heißt, Sie sind immer noch 12 km/h zu schnell. Das heißt, es gibt ein kleines Verwarnungsgeld von uns. Sie sind jetzt betroffen einer Ordnungswidrigkeit. Ja. Sie brauchen sich hier an Ort und Stelle nicht zu äußern, wenn Sie nicht wollen. Ja. Können aber auch sagen, ich gebe den Verstoß zu, wie Sie möchten. Ja, ich gebe ihn zu. Ja. Gut, Ihre Anschrift ist noch aktuell? Ja. Genau. Gut, dann notiere ich mir eben Ihre Personalien und dann sind wir leider schon fertig, ne? Gut. War ein bisschen schwer einzuschätzen. Sein ganzes Verhalten war so ein bisschen unsicher, so ein bisschen selbstzweifelhaft, aber wir können in den Menschen nicht reingucken. Von daher will ich das auch gar nicht weiter bewerten. Hat der Selbstzweifler eine selbstbewusste Ausrede? Ich hatte es so eilig gehabt, zu eilig. Ja. Ich wollte so kurz noch lang und dann nach Hause. Kommissar Peter Hoppe ahnt, warum so viele aus banalen Gründen zu viel Gas geben. Na, es ist halt zu günstig bei uns. Nicht? Wenn man es mit anderen europäischen Ländern vergleicht, sind die Strafen in Deutschland immer noch zu günstig. Ja? Wenn Sie so eine kleine Geschwindigkeitsübertretung in Italien machen, dann sind Sie schon im dreistelligen Euro-Bereich. Ne? Der Fahrer weiß genau, dass auf ihn deutlich weniger zukommt. Verwarnungsgeld. Ich denke mal 25 Euro, 30 Euro. Peter Hoppel kann das nur bestätigen. Der wird 25 Euro bezahlen müssen. Er kriegt Post von der Bußgeldstelle. Habe ich schon mal bezahlt, ja. Zwei, dreimal. Ist zu viel. Ja, ich lerne daraus nicht. Leider. Aber ich bin immer zu eilig und unterwegs. Zu eilig. Das will Peter Hoppe ändern. Wo Verwarngelder bislang nicht fruchten, helfen vielleicht eindringliche Worte. So, Herr B. Erstmal kriegen Sie Ihre Papiere zurück. Ja. Dann bekommen Sie im weiteren Verlauf ein Schreiben von der Bußgeldstelle. Ja. Die wollen dann irgendwann mal 25 Euro von Ihnen. Dann ist die Verwarnung damit erledigt. Ja. Wenn Sie es bezahlen, wenn Sie sich natürlich nur über einen Rechtsanwalt äußern möchten, können Sie das auch tun. Aber Sie sind ja einsichtig. Genau. Und dann achten Sie in Zukunft ein bisschen auf Ihre Geschwindigkeit, ne? Ja. Weil, wie gesagt, das geht ja auch aufs Geld. Genau. Wenn Sie ständig bezahlen müssen, tut es wahrscheinlich irgendwann mal weh, ne? Genau. Oder verdienen Sie so gut? Nee. Hoffentlich lernt der Mann diesmal daraus. Ein guter Rat der Bremerhavener Polizei, einfach mal einen Tempomat versuchen.